Hi, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares. Wir müssen herausfinden noch, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Wir haben unsere drei lieben Gefährten hier. Und wir schauen mal. Ich fühle mich gleich viel sicherer, wenn die dabei sind. Okay, dann ziehen wir mal hier am Haken. Beziehungsweise am Griff. Fällt ein bisschen Kohle raus. Na gut. Das bringt uns jetzt nicht zwingend weiter. Da hängt noch ein Kohleeimer über der Tür. Die Leiter. Komme ich da ran, wenn ich da die Kohle gegenwerfe? Okay, so können wir gar nicht werfen. Never mind. Da können wir rein. Frage ist, ob ich das will. Ich will mich eigentlich erstmal schnell umgucken hier. Haben wir das Ding nicht in dem Auge gesehen? Mit Six? Diesen Bereich hier, wo die kleinen Schuften? Ich kann mich erinnern, dass wir da was gesehen hatten. Da ist auch ein Hebel. Okay. Naja, jetzt fangen die an, Kohle zu schleppen. Doch, das haben wir gesehen. Er war langsam unterwegs da. Ist hier hinten noch? Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Ich hoffe, wir sind über die Leiter runtergekommen. Okay, ich glaube, wir haben hier hinten gar nichts ausgelöst. Ich glaube, hier hinten geht es gar nicht weiter. Das war Zufall, dass das jetzt gerade ausgelöst hat. Okay, dann gehen wir hier nach oben. Da ist eine Schlaufe, an die wir springen können. Was ist hier? Kommen wir hier hin? Nein, ich wollte noch nicht... komme ich da noch wieder zurück? Ich hoffe, ich komme da noch wieder zurück. Das geht nicht auf. Ach, so ein Mist. Ich wollte mich unten rumgucken. Ach, hier geht es aber auch nicht weiter, oder? Dann müssten wir hier aber noch wieder hochkommen, ne? Ja, Gott sei Dank. Fällt direkt wieder zurück. Okay. Mal gucken, was hier hinten passiert ist. Hier ist ja auch was aufgegangen. Okay, ist einfach nur aufgegangen. Ist nichts weiter passiert. Okay. Da steckt einer fest. Kommen wir da mal raus. Und komm her. Jetzt geh arbeiten. Kann ich da das Ding auch aufmachen? Ja. Ah. Kann ich den jetzt da oben reinschmeißen? Nee. Aber vielleicht. Es sind ja zwei Griffe hier. Ups. Nee, ich glaube, dafür können wir nicht hoch genug schmeißen, weil der Gedanke, an beide Griffe einen ranzuhängen, warum auch immer, bot sich aber an. Gehen wir hier erstmal durch. Okay. Da können wir nichts machen. Da komme ich auch nicht dran. Nicht so richtig. Doch, komm ich. Wir haben zwei Sicherungen. Okay,
Okay, hier ist nichts weiter. Wofür brauchen wir denn jetzt Sicherungen? Wir sind schon sehr lange keinem Gegner mehr begegnet. Das macht mir ein bisschen Angst. Senix hat uns erwischt. Ich sehe nichts und ich kann mein Licht... Oh, jetzt. Ich konnte mein Licht gerade nicht anmachen. Voll gemein. Ich konnte mein Licht nicht anmachen. Dann stehst du da im Dunkeln, weißt du? Toll. Okay, der Langarmige ist da. Hab ja eben noch gesagt, lange kein Gegner mehr gesehen. Glückwunsch. Weil der war ja blind, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die dürfte uns ja eigentlich nicht, ne? Die dürfte da eigentlich nicht durchkommen. Okay, er steht da vor der Tür. Krabbelt unter durch, aber er dürfte da nicht durchkommen. Da geht er wieder. Okay. Kleiner Gnome. Nein, die bleiben. Sicherung könnte ich mitnehmen, aber wofür? Niemand da. Komm ich hier hoch? Nö. Was ist er denn? Da ist er. Ich weiß auch nicht, was es mir bringt. Ich kann ihn herlocken, sodass er darunter durchgrabbelt. Da ist auch noch ein Hebel. Kann ich da den Gnom dran werfen? Kann ich die Tür mit Sicherheit aufmachen? Okay, die Tür ist also offen. Was machen wir jetzt? Da kommt nichts mehr raus, ne? Ne. Immer so probeweise. Okay, den kann ich nicht aufnehmen, weil die alle am Arbeiten sind. Muss ich noch mehr Gnome herkriegen, oder? Hier oben war ich schon, ne? Ja, da geht's aber noch höher, waren wir da auch schon. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir haben nur da links ausgekundschaftet. Upsa. Ups. Nicht nochmal abstürzen. Okay, da oben hängen
Puppen. Ist das da eine Tür? Mit Griff? Offensichtlich kein Griff zum Dranspringen. Hier komme ich auch nicht hoch. Kann ich auch nicht dran springen. Geht aber auch nicht aufzuschieben. Cool. Da kommen wir so auch nicht hoch. Oh. Zwischenboden. Upsi. Er ist schon wieder. Ist er eigentlich die ganze Zeit für die Spielzeuge zuständig? Oh Gott, ich dachte gerade, er krabbelt darunter. Was genau ist jetzt unsere Aufgabe? Liegen überall Teppiche, also vermutlich hier hoch und da oben raus. Gucken, was er macht. Okay, er grabbelt den Teppich da jedes Mal ab, wenn er da lang geht. Scheint aber den Raum nicht nochmal zu verlassen, zumindest nicht von selbst. Okay, zurück können wir auch nicht mehr. Das Gitter lässt sich nicht mehr zurückziehen. Das heißt, wir müssen ja tatsächlich durch, wenn er gerade wieder zurückgeht. Er ist aber echt nicht lang beschäftigt. Hier ist niemand. Ich weiß nicht, ob die Zeit jetzt noch reicht. Tschuh. Kommt doch jetzt bestimmt hier rüber, oder? Warum hat er mich gehört? Okay, warum er mich jetzt gehört hat, weiß ich, aber... wohin? Warum hört er uns denn ab einem gewissen Punkt? Ich meine, wir schleichen, wir bleiben auf den Tüchern, so wie wir an ihm vorbeikommen. Warum hört er uns denn dann plötzlich? Kann er nicht runter? Zurück. Wenn er mich da durch die Wand greifen kann, dann bin ich sauer. Geht's dir gut?
Natürlich kann er mich durch die Wand greifen. Das heißt, sobald wir da drüben sind, kann er uns hören. Warum auch immer. Ich habe da aber eben kein Versteck gesehen. Soll. Ich meine, es schreit ja geradezu danach, dass ich hierher zurücksprinten muss, aber was soll ich denn jetzt hier? Ihre Säge anmachen? Guck, was passiert. Okay, muss ich tatsächlich rüber? Den Schalter umgelegt habe ich ja schon. Jetzt wird er uns gleich kriegen hier. Muss ich die Säge anmachen, dann zurücklaufen und da hinten den Hebel in der Mitte drehen, weil da war noch so ein Drehrad. Ist das das, was wir tun müssen? Da in der Mitte. Mal gucken, da ist noch so ein Hebel. Da rein. Okay. Was war denn das? Das ist ein Ratten. Ja, was ist denn das für ein komisches Gebilde? Da oben hängt ein Wagen. Die sieht aber nicht so aus, als würde sie sich öffnen lassen. Die hier kann ich auch nicht aufdrücken. Ja. Kann ich die vielleicht doch aufmachen? Schmack ist vielleicht? Oh. So schon mal nicht. Komm schon. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Also schon da hoch, aber nicht so, um an die Leiter zu kommen. Mal hier.
hier hochklettern? Da sind Hände auf dem Regal. Kann ich auch nicht. Oh, da oben sitzt ein Gnom. Komm, komm, komm. Braver Gnom. Komm. Wie kann der mir die Leitung unterlassen? Hala. Yay. Okay. Ein Schuh. Da liegt er gut. Da können wir durch. Hier ist noch eine Puppe. Hier ist sonst aber nicht mehr viel, ne? Nö. Das heißt, wir könnten jetzt da in den Karren reinspringen. Und würden auf die andere Seite kommen. Da ist eine Kurbel. Wollen wir hier erstmal gucken. Ist das das Auge, was wir mit Six gesehen haben? Funktioniert das? Ja, es funktioniert. Der Fernseher mit der Kurbel. Ich erinnere mich. Oh, das war der Schacht, wo ich so ewig gehangen habe, oder? Ja, es müsste der gewesen sein. Mit der Tür, mit dem Käfig, der so zusammengequetscht worden ist. Das Schuhmeer. Ach, es war auch furchtbar. Okay. Die beiden da sitzen und gucken. Okay, hier ist gerade sonst nichts. Ist da oben noch irgendwas? So richtig, ne? Bringt uns gerade auch nicht so richtig weiter. Wo wir hier drüben. Dann gehen wir über die Lore hier rüber. Nein. Ich drücke mal den falschen Knopf. Ich will immer sprinten und drücke immer springen. Okay. Gehen wir nach unten. Frage ist, wie kommen wir gleich nach unten? Darüber ja wohl eher nicht, ne? Die Tür hier auf? Nö. Und nö. Ach, wir können über die Kisten zurück. Okay. Und dann gehen wir hier wieder runter. Und die Lore ist da. Welche Richtung müssen wir die jetzt anschieben? Hier hoch? Hoch ist aber gemein. Okay, hoch schaffen wir offensichtlich auch nicht. Also die Richtung. Aber das ist ja auch die geschlossene Tür, ne? Schieben wir nun vor uns her. Vielleicht muss ich die aber auch nur weit genug hochziehen, damit die da durchrattern kann. Ich glaube, ich
weiß nicht genau. Ich glaube, wenn ich den Gnomen mit hier dran habe, kriegen wir die ein bisschen höher. Kann das sein? Ist das eine Einmannlore? Okay, die rollt schneller, wenn ich sie nicht schiebe. Ich habe gedacht, ich gebe ihr nochmal einen Anschubs. Die baut doch niemals genug Schwung auf. Das wird nicht funktionieren. Hier komme ich ja auch nicht weiter. Ich dachte, vielleicht kann er sich da irgendwo festhalten oder so und davon irgendwas rausziehen. Ihn auf den Tisch schmeißen ist auch keine Option. Nö. Nun gut. Hier rauf kriege ich die Lore aber auch nicht. Dafür ist sie zu schwer. Es sei denn, ich finde vielleicht noch einen Wulf. Ich kann ja auf einer Seite nur mit einer Person ziehen, mich zu was schieben. Das heißt, noch ein Gnomen würde es jetzt auch nicht bringen. Ist da oben Durchgang? Geht nicht, okay. Ich dachte, vielleicht kann ich von der Leiter auf die Kisten springen. Da hängt noch eine. Hier war nichts, ne? Das war nur das Auge. Ansonsten war hier, glaube ich, gar nichts. Stuhl ist hier noch, aber der Bär will nicht weiterhelfen. Okay, hier zurück komme ich auch nicht mehr. Also ich muss nach unten. In die Lore springen geht aber auch nicht, oder? Das ist zu weit, ne? Beziehungsweise zu hoch, ja. Das ist zu hoch. Okay, die Lore ist schon unten, wir sind hier drüben. Ich dachte gerade, wir fallen da jetzt runter. Wir fallen da runter. Aber er lebt noch. Was machen wir denn jetzt? Die Lore ziehen macht keinen Sinn. Weil zu schwer. Die Türen gehen nicht auf. Kann ich hier noch wieder zurück? Nein. Die Tür geht auch nicht auf. Los, spring! Dankeschön. Da oben komme ich nicht ran. Von hier aus ins Regal springen geht auch nicht. Das Regal hochklettern kann ich auch nicht. Nö. Bin ich ein bisschen überfragt gerade. Kann ich jetzt vielleicht von hier aus... hier rauf... Ah!
Verstehe. Na. Zack. Nun, nun. Yay! Die Tür geht auf. Hätten die nicht einfach miteinander kommunizieren können? Aber der wäre ja noch nicht rangekommen, ne? Sehe ich ein. Nicht zerquetschen. Gut, die Lore ist schon mal angedockt. Ich dachte gerade, das wäre das Schuhmeer. Ey, Gnome. Den brauchen wir nochmal. Weil ich ihn da in den Hebel schmeißen möchte. Wie, zu hoch? Sagen. Musik. Tschüss, Gnom. Was ist das plötzlich für Musik? Okay. Man sieht da auch in die Grube. Scheint so, ne? Hier könnte ich auch wieder raus. Das geht also auch jederzeit. Nichts mehr. Hier gibt es für uns aber auch nichts zu holen. Ne? Nicht so wirklich. Okay, den kann ich da nicht rausschmeißen. Den brauchen wir hier vermutlich noch. Komm, fass an. Nicht den Gnom. Die Lore. Da oben rauf. Schick eine Flasche. Tada! Ich habe mal ein Collectible gesehen. Das ist so selten. Und sonst ist hier oben nichts. Zeichnung. Das ist schon ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, da ist noch irgendwas anderes. Ich jetzt gerade aber auch nichts mehr machen, ne? Nö.
Tür drücken kann ich hier auch nicht. Kann ich die auch wieder ausmachen? Nö. Toll. Da ist aber auch nichts drin. Ja, yeah, jetzt hatten wir das schon. Na gut, ich beende das erstmal an dieser Stelle. Ich werde noch ein bisschen offscreen weiter rätseln. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, wo auch immer ihr dieses Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.